Hola, meine lieben 1000 PS TV-Zuschauer. Richtig, ich bin in Spanien und die neue Yamaha MT-10 Jahrgang 2022 steht bereit für mich zum Testen. Ja, und dann werde ich euch erzählen, was ist neu, was ist geblieben, was ist massiv verbessert worden und ich werde die essentielle Frage klären, fährt die neue MT-10 nach wie vor wie ein Würfel? Dranbleiben. Ja, schon die erste Generation der Yamaha MT-10, es gab nur eine vorher, hat bei ihrem Debüt Aufsehen durch ihr Aussehen erregt, hat aber die Wogen sehr schnell wieder glätten können, indem sie einfach richtig gut funktioniert hat. Und ja, ich fürchte, ich muss das mit dem Würfel jetzt instant klären, weil sonst werden sich einige von euch noch denken, hat auf einmal zum Rauchen angefangen und ein schlechtes Zeug erwischt. Nein, das wird nie passieren, aber das mit dem Würfel ist für mich so die vorherige MT-10. So oft ich mich draufgesetzt habe, habe ich empfunden, das ist wie so ein, ja, wie ein Quadrat, wie ein Würfel, auf dem ich drauf sitze, so kompakt, so gedrungen, so bullig, so agil, um die Ecken gehend. Ein lauerndes Motorrad und da stellt sich eben die Frage, kann die neue MT-10 2022 das auch so gut? Nun, ihr seht schon einmal, dass die MT-10 ihrer Linie treu bleibt. Also Yamaha ist offensichtlich stolz auf dieses Design. Sie haben es nicht arg verändert. Ja, also wenn man die alte jetzt neben die neue stellt, dann sieht man schon enorm viele Unterschiede und ja, der Heckrahmen ist ganz neu, die Beleuchtung rundum ist völlig verändert. Ein bisschen runder ist sie jetzt vorne, aber wenn man sie da jetzt so alleine stehen sieht, merkt man sofort, das ist eine MT-10, da gibt es keine Zweifel daran. Das heißt, Yamaha ist stolz darauf, auf dieses, nennen wir es Hooligan-Bike, Prolo möchte ich nicht sagen, weil das ist ja was Negatives, aber allein diese Farbgebung, da Cyan Storm heißt das, also mit diesen zyanfarbenen, also türkisfarbenen Felgen und das Grau. Ich war sogar ein bisschen traurig, dass das so vielen gefällt, weil ich immer dachte, ich bin alleine mit meinen speziellen Farbwünschen. Aber nein, das gefällt und das ist einfach auffällig. Ja? Und da ist Yamaha der Linie treu geblieben. Und ja, dann nehme ich es jetzt vorweg, auch fahrtechnisch blieb sie sich treu. Hat sich aber tatsächlich in allen Belangen einfach verbessert. Also wenn man die neue mit der alten vergleicht, der Motor grundsätzlich der gleiche auf Euro 5 adaptiert, damit er die Euro 5 Norm erfüllt und im Zuge dessen auch gleich ein paar PS dazu eingeschenkt. Wir haben jetzt 166 statt vormals 160 PS bei 11.500 Umdrehungen. Wir haben 1 Newtonmeter mehr Drehmoment, 112 jetzt bei 9.000 Umdrehungen. Damit ist sie unter diesen Hyper-Naked-Bikes, naja, es gibt nicht viele, die eigentlich schwächer sind. Wenn man die Suzuki GSX S1000 dazu rechnet, die bayerische ist jetzt halt um 1 PS schwächer sogar, aber die anderen sind alle drüber und die Street Fighter oder der Street Fighter Ducati und brutale MV Agusta 1000 mit über 200 PS sind halt 40 oder mehr als 40 PS Unterschied. Ist das schlimm? Nein. Gar nicht, weil diese 166 PS sich einfach tadellos benehmen. Es ist dieser CP4-Motor Crossplane 4 aus der R1 entwendet, übernommen mehr oder weniger, eben gestutzt in der Leistung, dafür eben mit mehr Schwungmasse, mehr Gewicht, einfach auf Drehmoment ausgelegt und der Motor geht von unten schön ans Gas. Okay, unter 2000 Touren mag er es jetzt nicht so sehr im höchsten Gang, aber das macht ja auch nur jemand wie ich, der es dann austesten will. Ab 2000 schiebt das mörderisch an, über die Mitte hinweg bis rauf zum Begrenzer und ich muss euch ehrlich sagen, bei der Fahrerei bin ich kaum zum Begrenzer gekommen, weil das über das ganze Feld, über den ganzen Drehzahlbereich einfach leiwand funktioniert. Und was jetzt so besonders an diesem Motor ist, weil die PS-Zahl ist nur die halbe Wahrheit, ist, dass das viel geschmeidiger jetzt alles abläuft. Die Elektronik auch an anderen Stellen massiv aufgerüstet, dazu komme ich dann nachher. Aber eben das Motormanagement, dieser elektronische Gasgriff, das spielt einfach perfekt zusammen. Das ist super geil zum Dosieren.
Und eine Sache, die mir bei der alten MT-10 immer aufgefallen ist, wenn ich es gestartet habe, wenn ich wegfahren wollte, das ist dieses pulsierende Anschieben, wo ich mich immer gefühlt habe wie ein Fahranfänger, der jetzt einmal mit der Kupplung und mit dem Gas das ein bisschen lernen sollte, hat die gar nicht mehr. Also das ist alles ausgemerzt, das ist einfach super angenehm zum Fahren. Gut, der Motor allein ist natürlich noch kein Motorrad. Das Fahrwerk, sage ich mal, spielt einfach in der gleichen Liga wie die alte MT-10. Das heißt, die biegt die neue auch wieder so agil ab in den Kurven. Vorne und hinten Kayaba, Federelemente, eine 43er Gabel, voll verstellbar. Hinten das Federbein Mono auch voll verstellbar. Wobei ich sagen muss, die Abstimmung, dieses Mittelmaß, war bei der heutigen Fahrerei hier in Spanien auf Straßen einerseits langgezogene Kurven, auf der Geraden, naja gut, das ist eh wurscht, Autobahn sind wir auch ein bisschen gerauscht, aber dann sehr enge Kurven, manchmal schlechter Belag, und da hat sich gezeigt, das ist ein echt leierender Kompromiss, weil die verzeiht sozusagen auch irgendwelche Kanaldeckeln und Schlaglöcher, aber wird nicht unruhig. Und das war etwas, was bei der Vorgängerin schon oft bemängelt wurde, dass sie irgendwie zu nervös ist, ja, dass das irgendwie einfach vielen Leuten nicht so getaugt hat. Und ich finde, das hat sie nicht mehr. Das passt einfach sehr gut. Ergonomie, muss ich sagen, hätte ich nicht gemerkt, dass sich was geändert hat. Yamaha spricht davon, dass das Heck leicht erhöht wurde. Dadurch ist auch die Sitzhöhe jetzt auf 8,35 mm statt auf 8,25, was den Fahrer eigentlich ein bisschen nach vorne fallen lassen müsste, aber ich sitze auf ihr eigentlich wie auf der Vorgängerin, und das ist etwas, wo ich auch einfach nicht wusste, wie ich das bewerten werde, und ich bin richtig zufrieden. Es ist halt dieser Würfel für mich, dass ich so drauf sitze, sehr aufrecht, bisschen natürlich nach vorne geneigt, nicht so arg vielleicht wie auf der MT-09, wenn man diese beiden Modelle jetzt vergleichen möchte, weil das im Facebook-Livestream gefragt wurde, lieber MT-09 oder MT-10, schwer zu sagen, die MT-09 hat vielleicht noch ein bisschen aufrechtere Sitzposition, aber da passt das richtig gut. Wir haben heute viele Kilometer geschafft und es war wirklich nicht unangenehm, auf der MT-10 zu sitzen. So, ja, Heckrahmen habe ich erwähnt, dass der neu ist, das heißt, der Beifahrer, wenn er denn mitgenommen wird, hat glaube ich ein bisschen mehr Platz. Optik, ja, die LED-Beleuchtung rundum. Ich sage einmal, ein bisschen entschärft ist sie an der Front. Sie hat noch diese zwei Klubschis unten, aber es leuchtet das Tagfahrlicht drüber in so einem Bogen. Das heißt, das ist ein bisschen dominanter und nicht mehr dieses Playmobil-Geschau der Vorgängerin. Also da hat sie auch gewonnen. Hier oben haben wir im Übrigen zwei so Sound, schauen aus wie Boxen und sollen es auch sein. Das Ansauggeräusch hörst du richtig gut bei der MT-10. Also der Sound ist auch von außen gehört, nach wie vor dieses typische CP4, dieser Big Bang-Effekt. Hört sich gut an, hört sich für den Fahrer durch die Soundanlage eigentlich auch perfekt an. Die große Frage, die sich dann immer stellt, wie viel dB haben wir denn? Sie haben es geschafft, oder ob sie es wollten, weiß ich nicht, aber sie haben es geschafft, 94 dB. Also die MT-10 Jahrgang 2022 darf durch ganz Tirol rauschen, wo auch immer ihr sie nutzen wollt. So, also die Fahrerei sehr, sehr harmonisch und gut. Es spielt alles richtig gleichwohl ineinander. Und da bin ich jetzt bei der Elektronik, weil die MT-10 22 wurde massiv aufgerüstet. Also es ist jetzt eine 6-Achsen-IMU mit dabei. Die bringt uns eine schräglagenabhängige Traktionskontrolle. Die bringt uns ein Kurven-ABS. Die bringt uns eine Slide-Control. Ich kann auch die Engine Brake in zwei Stufen einstellen. Ich habe den Blipper mit dabei. Ich habe einen Quickshifter, QSS, Quickshift-System, mit Blipper-Funktion Up and Down. Ich kann diesen Quickshifter beim Rauf- und Runterschalten immer durchrepetieren, ob ich jetzt Gas offen habe oder zu habe. Das heißt, ich kann auch bei offenem Gas noch einmal runterhageln. Wenn er jetzt fragt, wofür brauchst du das? Ja, vielleicht einmal, wenn ich wo bergauf fahren möchte und man denkt, es wäre aber der zweite oder dritte besser, hage ich runter, muss nicht lupfen. Und warum brauche ich es, dass ich raufschalten kann bei geschlossenem Gas, wenn ich in eine Ortschaft reinfahre?
schalte ich einfach noch einmal zwei, dreimal rauf in den höchsten Gang und bin leise. Das ist das, was die Elektronik kann, und es spielt alles perfekt zusammen. Ich habe die Modi zum Einstellen. Vier sind es, Riding Modes, A, B, C, D. Das Interessante ist jetzt, abgesehen davon, dass ich es jetzt auf einem TFT-Display angezeigt bekomme, finde ich halt auch eine gute Entwicklung, dass man ein Farb-TFT-Display verwendet. Wenn auch vielleicht manche sagen werden, ein bisschen halbherzig, oder? Da nehme ich ein Farb-TFT-Display und dann spare ich erstens irrsinnig mit den Farben. Ich glaube, es ist nur blau auf der rechten Seite, sonst ist es einfach schwarz-weiß. Und ich habe halt eine 4,2 Zoll Diagonale. Naja, in Zeiten, wo andere Hersteller schon 5 Zoll in günstigeren Radeln haben, in gleich teuren vielleicht sogar 6, 7 Zoll Displays, kann man theoretisch meckern. Ich tue es aber nicht, weil das Display richtig leiwand ablesbar ist. Also diese Geschichte, dass nur weiß-schwarz ist, bildet einen super Kontrast. Es ist alles wirklich super ablesbar. Und eben jetzt zu den Modi. Ich kann diese Modi im Stand durchwechseln. A, B, C, D. Da ändert sich dann auch, weil es vorkonfiguriert ist, einiges. A ist der freizügigste Modus mit der meisten Power, weil die Power kann ich auch in 4 Stufen verstellen. Die Traktionskontrolle in 5 Stufen. Die Slide... Das Slide Control, ich glaube in 2 Stufen, Engine Brake auch in 2 Stufen, und eben das ABS kann ich als normales ABS rennen lassen oder als Kurven-ABS. Da frage ich mich natürlich, wozu soll ich das Kurven-ABS weggeben? Das heißt, ich kann in Wahrheit alles während der Fahrt ändern, aber halt nicht den Modus. Ja. Da bietet es sich dann halt an, ja, weiß nicht, halt einfach zu lernen, wo was ist. Also so viel ist es ja dann auch nicht. Und das halt immer zu ändern, wenn man es braucht, weil die Modi kann ich an sich nicht ändern. Schlüssel ist ein normaler. Also da geht Yamaha diesen, sagen wir mal, Mittelweg. Es wird modernisiert, es wird besser gemacht. Aber so ein Achilles-System ist nicht notwendig. Dafür bleibt der Preis auch im Rahmen. Zu dem komme ich dann auch gleich zu sprechen. Auf den komme ich dann auch gleich zu sprechen. Also wie gesagt, die Fahrerei extrem leiwand mit diesem kräftigen Motor. Es spielt alles so perfekt ineinander wegen der erwähnten Elektronik. Die Bremserei, beim Wegfahren habe ich mir noch gedacht, aha, die ist jetzt noch nicht so richtig eingefahren. Allerdings haben die Mopeten schon knapp 800 Kilometer drauf und waren auch schon vor mir im Test jetzt. Enttäuscht ist falsch, weil die Bremse funktioniert großartig, sie zieht super, sie ist super dosierbar. Man ist vielleicht in der heutigen Zeit schon ein bisschen verwöhnt und hätte es gerne ein bisschen brachialer. Aber ich meine, das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau. 320er Doppelscheibe mit 4 Kolben Radialbremszangen von Brembo. Jetzt auch ein Brembo Hauptbremszylinder drauf, und vielleicht habe ich mir auch von dem ein bisschen mehr erwartet. Aber es ist in Ordnung, es ist eine super Bremsanlage für ein Naked Bike, das vorhin auf der Landstraße gefahren werden möchte, wo sie perfekt hinpasst, auch wenn es ein Hyper Naked Bike ist. Und ja, also wenn ich es noch so ein bisschen aufschlüsseln darf, und möchte immer ein bisschen auch was Negatives dann reinbringen, was mir aufgefallen ist. Also, der Bremshebel ist verstellbar, der Kupplungshebel aber nicht in der Entfernung. Warum? Da wurde halt gespart. Weiß ich nicht, ob das so ein Motorrad notwendig ist, da zu sparen. Ist nicht. Die Spiegel sind vorhanden. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Man sieht ein bisschen was hinten, man muss ein bisschen die Schultern immer einziehen. Wurscht, haben es gesagt, die anderen Tester. Da kommen dann eh irgendwelche Nachbauspiegel drauf, die leiwand und fetziger ausschauen. Die sind ja nur dafür da, dass das Motorrad ausgeliefert werden kann. So, und dann haben wir eine schwarze Gabel. Ja, gefällt wahrscheinlich eh vielen, aber ich denke da an die XSR 900, das neue Yamaha-Modell, die in der blauen Lackierung eine ultra geile goldene Kayaba-Gabel bekommt, aber da halt das, die schwarze Gabel wahrscheinlich als Abgrenzung zur MT-10 SP, die in Kürze auch auf den Markt kommen wird, die MT-10 kommt im Übrigen jetzt dann schon im März, die SP, glaube ich, kommt im Mai. Also da die Abgrenzung von der SP und die Abgrenzung von der SP auch
durch eine Sache, die mir halt aufgefallen ist, es sind keine Stahlflex-Bremsschläuche. Vielleicht auch das der Grund, dass sie nicht jetzt so brachial zieht, wie es erwartet. Aber eben da kommt auch die SB und die hat dann Stahlflex-Schläuche mit dabei. Ja, sehr lobenswert auch der Tempomat, der serienmäßig mit dabei ist und der, abgesehen davon, dass er Watschen einfach zu bedienen ist, mit Mitte drücken, Setten funktionieren lassen, hat er auch noch die Funktion eines Speed-Limiters integriert. Das heißt, es ist der gleiche Knopf, den ich für den Tempomaten verwende, dann für den Speed-Limiter zuständig und wie es natürlich der Zufall so wollte, habe ich das irgendwie nicht gewusst und habe dann drückt und auf einmal hat es nicht mehr anzuhören. Ich habe Gott sei Dank gleich geschalten, jetzt habe ich den Speedlimiter eingestellt. Also dafür den gleichen Knopf verwenden, finde ich jetzt auch nicht so prickeln. Aber ihr merkt, das sind ein paar so Sachen, die mir aufgefallen sind. Ja, man auf hohem Niveau, wenn du das Motorrad dann besitzt, wirst du das dann wahrscheinlich eh wissen, wie es geht. Und ich bräuchte den Speedlimiter ohnehin nicht. Also das ist dafür da, dass du dann halt auf alle Fälle nicht zu schnell fährst. Ich weiß nicht, ich brauche immer so ein bisschen die Sicherheit, dass ich noch einmal wegkomme, wenn es brenzlig wird. Wurscht, kann man einstellen. Und jetzt, was kostet die neue MT10 Jahrgang 22? In Deutschland 14.999, allerdings kommen da 450 Euro diese Zusatzkosten dazu. Also rechnen wir sie doch gleich dazu, 15,5 in Deutschland. In Österreich 18,7, danke Nova, das ist noch einmal geschmalzen mehr. Und in der Schweiz 16.000 Franken, ziemlich geradeaus, 15,99. Und ja, die SP-Version, um sie noch einmal anzusprechen, die halt mit dem elektronisch einstellbaren Öl ins Fahrwerk und von der Lackierung her, muss ich sagen, gefällt mir die trotzdem am besten. Da ist die SP-Version für mich nicht einmal die beste, aber wurscht. Die kostet in Deutschland 2.600, dann mehr, in Österreich 2.700 und in der Schweiz 3.000 Franken geradeaus. Das ist eigentlich gar nicht so viel zu viel für eben elektronisch Ölins und eben auch noch ein paar andere Dinge. Aber diese hier, die normale MT10, muss ich jetzt einfach noch einmal reüssieren. Das ist eine super Weiterentwicklung von der schon vorher sehr guten MT10, die halt ihre kleinen Problemchen hatte. Die wurden alle irgendwie ausgebessert durch vor allem massive Elektronikaufrüstung und Farb-TFT-Display, wenn auch klein. Mir taugt es, ich finde es super. Die Fahrerei, insgesamt schon ein richtig guter Anschluss an das vorherige Modell. Das haben sie super hinbekommen. Ich bin glücklich, dass es nicht geschifft hat und jetzt auch nicht. Also morgen soll es arg regnen. Gestern hat es arg geregnet. Heute bester Sonnenschein daher. Super Fahrerei. Obwohl es die Reifen wahrscheinlich auch gepackt hätten, es sind die Bridgestone S22, da wissen wir alle, dass die im Trockenen gut funktionieren und im Nassen auch hervorragend. Also ich hätte es auch ein bisschen nass haben können, aber so hat es natürlich viel mehr Spaß gemacht. Und man hat mit diesem Motorrad, auch wenn man so gemütlich drauf sitzt und einfach so super wendig ist, immer ausreichend Schmalz. Das reißt an und da aus der Kurve rauspfeffern und was weiß ich, in der zweiten noch das Vorderradl leben. Im Übrigen Wheelie Control auch mit dabei, die halt auch so super harmonisch eingreift und dich überhaupt nicht irgendwie belastet oder beschneidet, sondern dich nur unterstützt. Die ganze Elektronik unterstützt. Das ist jetzt ein guter Endsatz. Dieses Motorrad hilft dir bei allem, was du machen möchtest. Am meisten hilft es dir natürlich, wenn du auf diesem Motorrad Spaß haben möchtest, weil geiles Hyper Naked Fun Bike. So. Das war's, meine Lieben. Ich habe, glaube ich, genug geschwafelt. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und Zuschauen. Ihr merkt, ich bin sehr euphorisch über die MT10. Schaut bitte alle unsere anderen Videos, abonniert unseren YouTube-Kanal. Dann, ich glaube, viele von euch finden es lustig, wie ich YouTube sage. YouTube-Kanal, weil dann bekommt ihr alle Videos frei ausgeliefert. Kostet nichts und schadet nichts. Daher dranbleiben und ich sage Tschüssi! We'll be right back.